Oh mein Gott, ist das wild. Das glaubt mir keiner. Das wird mir niemand glauben. Und der Fisch, den widme ich meiner Oma. Sie hatte leider einen Schlaganfall, ganz kürzlich, vor genau 2 Wochen. Und dieser Fisch, den widme ich meiner Oma. Willkommen zu Mission Big Fish, an einem der wohl bekanntesten und legendärsten Seen des Landes. Es ist so irgendwas passiert, einfach die Nacht der Nächte. Von sowas träumt man. Jetzt ist es passiert. Komm her zu mir. Sag mal Hallo. In diesem Sinne, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Herzlich willkommen bei Feelgood Fishing. Ich bin der Philipp und es freut mich, dass ihr heute wieder hier mit dabei seid. Wir sind für 3 Nächte, 4 Tage an einem Baggersee, an einer Schottergrube, direkt neben einer Autobahn. Das ist ein sehr bekannter See. Die Chefin ist mit dabei, der Hund, und wir versuchen 3 Nächte den einen oder anderen Karpfen zu ergattern. Wie gesagt, ein relativ bekannter See und wir haben auch noch Feiertag. Das heißt, viele sind hier mit am Start und versuchen ihr Glück. Ja, kurzes Update, was bereits passiert ist. Also ich bin gegen 12 Uhr angereist, aktuell 15 Uhr. Ich habe 3 Ruten gelegt. Hier darf man mit 4 Ruten fischen. Ich habe es jetzt mal mit 3 sozusagen versucht, an die Startlinie versucht. Die eine Rute liegt rund 120 Meter draußen auf 3,50 Meter Tiefe, die habe ich mit dem Boot ausgelegt. Eine andere hier gleich Uferkante nach dieser überfallenden Weide, die man hier sieht. Und eine andere hier drüben vor einer Bucht, weil ich bin mit dem Deeper abgefahren und habe ich gesehen, dass hier einige Fische rein und raufziehen. Und da ist die Idee, dass sie vielleicht meine Kugel mitnehmen beim rein und raufziehen. Deshalb die eine hier vor der Bucht, die andere Route rund 120 Meter draußen und die dritte hier rechts vor der Weide. So, jetzt bin ich hier im Tackle-Zelt. Ich habe mir hier 2 Zelte heute mitgenommen. Einmal eine mit der Liege für mich und mit dem Körbchen für die Anna. Und einmal hier einfach Zelt aufgestellt, vorne aufgemacht die Front. Und hier steht das ganze Tackle. Hier kann ich mich schön wieder ein paar Rigs binden. Hab Blick aufs Meer, auf den See und kann hier die Karpfen beobachten, wie sie springen. Das ist ein guter Punkt, das ist ein springender Punkt. Ich bin hier angekommen und es ist hier wirklich abgegangen. Die Karpfen sind gesprungen. Ich habe beim Auslegen auch einen richtig schönen Springen sehen, das ist sicher ein Fuffi. Hier im See sind relativ große Fische drin. Da vorne ist wieder einer gesprungen, ein ziemlich großer. Hier im See sind relativ viele große drin. Das ist quasi ein bekanntes Big Fish Gewässer in Österreich. Hat auch einen Namen außerhalb Österreichs. Und hier kommen auch Holländer her, Belgier, viele Deutsche auch und natürlich auch der eine oder andere Österreicher. Ich will herausfinden, ob so eine Art des Angelns auch mir gefallen könnte. Deshalb einfach mal versuchen. Für 3 Nächte, wie gesagt, da kann nichts schief gehen, dachte ich mir. Und bin jetzt hier eben von Donnerstag bis Sonntag hier. Schau, was geht. Ich weiß jetzt schon nach den ersten 2 Stunden, dass es eine sehr, sehr spezielle Art des Fischens ist. Es sind hier, lass mal kurz zählen, 8 Angelplätze. Ich bin der Einzige, der hier alleine ist. Jeder darf mit 3 Ruten fischen.
Also wenn hier jeder quasi mit allen Routen vorgeht, die er darf, sind hier zwischen 60 und 80 Routen drin. Ganz genau kann ich es nicht sagen, weil der See überbesetzt ist und sogar an Plätzen, wo jetzt nicht wirklich ein Platz vorgesehen ist, sitzen Leute. Stimmt's, Anna? Was sagst du dazu? Nicht viel, ist nicht so gesprächig heute. Es ist auf alle Fälle super kuschelig wieder und freut sich auf ein spannendes Video. Ein spannendes Video zu produzieren, gemeinsam mit mir. Also ja, zurückzukommen zum Angeldruck. Extrem hoher Angeldruck. Große Fische. Der größte Fisch, der dieses Jahr gefangen wurde, war auch der Seerekord mit. Und hier an dieser Stelle hat sich mein geschätztes Mikrofon einfach mal dazu entschieden, Pause einzulegen. Deshalb ein kurzes Voice-Over von meiner Seite. Der größte Fisch in diesem Jahr, der gefangen wurde, hatte über 40 Kilo. Das war auch Seerekord. Und in diesem See schlummern wirklich große, aber auch wunderschöne Beauties. So, dann nehme ich euch mal mit beim Auslegen der dritten Rute. Der Chirp zeigt mir die Tiefen. 4 Meter geht es hier runter. Und ja, ich weiß, ich brauche so eine Bootshalterung. Das ist eher suboptimal. Nur mit einer Schnur. 4,20 Meter. Hier rechts von uns kommt jetzt die Kante schon, die Kieskante. Es ist gleich eher eine Badewanne. Hier ist ein Plateau. 3 Meter. Wow! Grüße Gott! Und genau da legen wir die Route ab, sage ich euch. Nice. Da scheint auch ziemlich viel Fisch zu sein. Und hier legen wir ab. So. Rick sitzt. Arrivederci. Ciao, ciao. Donk. Super harter Boden. Jetzt kommen hier noch alte Wallis drauf. So, und retour geht die wilde Fahrt. Zu Studentenzeiten nur viel besser. Tortellini mit Spargel, das Ganze am Wasser. Was will man mehr? Beide Fische aber ASAP eigentlich wieder ausgestiegen, habe die Route angehoben und weg waren sie. So, das ist mal die gute und die schlechte Nachricht. Die zweite schlechte Nachricht, mein Mikrofon ist soeben ausgefallen, dementsprechend jetzt ohne Mic. Ich hoffe, man hört mich trotzdem.
Ich werde mir Mühe geben, ein bisschen lauter zu sprechen. Also da bitte sorry dafür. So, jetzt weiß ich, welcher Platz am besten läuft. Ich weiß auch, was ich am Rig machen muss. Ich werde Anpassungen durchführen. Ich werde das Rig kleiner machen, kürzer machen. Nicht kleiner, sondern kürzer. Ich bin jetzt schon ziemlich kurz und werde es aber jetzt kürzen auf maximal 10 cm, 8, 10 cm. Was ich auch noch machen werde, ist, ich werde das Drop-Off-Blei so einstellen, dass es wirklich abfällt, wenn ein Fisch kommt. Das ist jetzt bei beiden Fällen nicht passiert. Ich habe es jetzt auch schon sehr, sehr locker eingestellt gehabt, aber trotzdem sind die Bleie oben geblieben. Ich möchte aber unbedingt, dass die Bleie runterkommen. Das mache ich jetzt noch. Das heißt, einmal alle vier Rigs neu binden, also für alle vier Routen die Rigs neu binden, die Bleie so einstellen, dass sie abfallen und dann hoffen, dass die Kolleginnen und Kollegen beißfreudig sind und mir noch ein Fisch gegönnt wird hier am See. Generell, der ganze See war ziemlich ruhig in der Nacht. Ich werde jetzt noch eine Seerunde gehen, aber ich glaube, es hat niemand gefangen. Jetzt heißt es für mich mal alle vier Routen reindrehen und mit Dana spazieren gehen. Du brauchst auch einen Auslauf. Und das mache ich jetzt ausgiebig, also mindestens eine Stunde. Sind die Routen mal nicht im Spiel. Das war vollkommen okay. Da bin ich jetzt auch nicht verbissen. Da geht der Hund vor und sie ist so brav. Da braucht sie auch ein bisschen Auslauf auch. Das ist wichtig und richtig. Was passiert heute noch? Heute wird es regnen. Heute wird es beginnen zu regnen. Der Regen setzt ein. Es wird viel regnen. Und dann bis Sonntag eigentlich durchregnen. Mit immer ein paar kleineren Pausen. Was ich heute auch machen werde, heute oder morgen, ich möchte euch hier zeigen, wie ich vorgehe, was ich mache, wie schauen die Rigs aus, wie schaut meine ganze Montage aus. Ich bin hier sehr anders als sonst unterwegs. Ich fische hier viel, viel rustikaler, viel grober. Das möchte ich euch zeigen und auch den Grund dahinter zeigen, warum ich so vorgehe. Das machen wir aber später. Jetzt mal first things first. Bisschen Körperkultur, dann mit Anna spazieren gehen. Die geht schon alleine spazieren. Und dann alle vier Routen neu legen, Rigs neu binden. Und dann ist sicher schon Mittag. Der Regen setzt dann sicher auch schon ein. Und ja, dann wünsche ich uns einen erfolgreichen zweiten Tag. Ich muss kurz meinem Hund hier nachwandern, weil der geht schon alleine spazieren. Ich konnte das Raubtier wieder einfangen. In diesem Sinne, auf in den zweiten Tag. Ich bin motiviert. Wie gesagt, ich weiß, was zu tun ist. Das ist immer das Wichtigste. Und das machen wir jetzt. Und nie die positive Vibes verlieren. Natürlich bin ich frustriert. Natürlich habe ich mir gedacht, das gibt's doch nicht. Der erste Fisch hätte schon da sein können. Aber sei es drum, solange man daraus lernt und was besser machen kann, ist nichts verloren. Weiter geht's. Funktioniert wieder. Ich war einfach zu blöd, den Akku aufzuladen. Ja, aber ich habe es gecheckt und jetzt mit vollem Akku geht es gleich viel besser. So, ich gebe ein kurzes Update. Aktuell 19.15 Uhr. Das heißt, die Nacht bricht bald herein. Sonnenuntergang gegen 20 Uhr. Der Wind drückt jetzt seit rund 3 Stunden genau in meine Bucht. Genau hier vor die Bucht. Ich habe hier 4 Routen liegen. Mit 4 Routen darf man hier fischen. Eine hier vor Eingang der Bucht. 2
rund 100 und eine 110 Meter außerhalb und die dritte liegt hier so rechts 40 Meter. Getan hat sich bis jetzt noch nichts. Alle vier Routen sind still und warten genauso wie ich, dass sich was tut. Aber der ganze See ist eher ruhig. Tagsüber hat sich sehr, sehr wenig getan. Fische sind gesprungen, weniger als gestern. Aber ja, eine Fangorgie, also hier im ganzen See, mal nicht. Kurz aufräumen. Aber ihr kennt mein Chaos, dementsprechend nichts wie ungut. Also, es ging nichts den ganzen Tag. Das heißt, ich bin immer noch fischlos. Ich bin trotzdem immer noch sehr, sehr optimistisch. Bin happy, hier zu sein. Ich genieße das Ganze. Habe wieder Fische springen, sehen können und auch habe viel beobachtet. Gegenüber wurde ein Fisch gefangen, konnte ich beobachten. Sonst war der See sehr, sehr ruhig den ganzen Tag über. Ich habe, wie schon in der Früh angekündigt, alle vier Rigs, alle vier Routen neu ausgelegt mit kürzeren Rigs. Wie gehe ich hier generell vor? Futtertechnisch habe ich ein Experiment laufen. Ich habe zwei Eimer vorbereitet. Der eine Eimer ist mit hochattraktivem Futter. Das heißt, ich habe hier vor 3 Tagen, mittlerweile vor 4 Tagen, Boilies, fischige Boilies, schon wieder ein Fisch gesprungen, fischige Boilies in 20, 25, 28 und 16 mm in einen Eimer geballert mit Liquid und habe die gesoakt. Habe dann vor 2 Tagen nochmal Liquid nachgeschossen, wieder gesoakt. Die sind mittlerweile total trocken. Ich blende es dann auch gleich hier ein. Total trocken, mit diesem ganzen Liquid schön eingesaugt. Dieses Futter habe ich auf 2 Spots und auf 2 anderen Spots habe ich Futter, welches ich vor 3 Tagen ausgewaschen habe. Ich habe einfach hier einen Eimer genommen, auch hier vollgemacht mit den gleichen Boilie-Größen, fischige Boilies, genau die gleiche Sorte und habe die mal eingeweicht im Wasser, ausgewaschen, 3-mal aktiv ausgewaschen. Das heißt, ich gebe hier Wasser rein und rühre kräftig um, schüttel das. Man sieht dann auch gleich, dass beim ersten Mal so richtig das Wasser wird richtig dunkel. Die ganzen Farbstoffe und auch die leichten Mehle lösen sich, die quasi den Boilie ummanteln. Hab das alles weggegossen, habe das 3-mal gemacht und dann nochmal die Boilies soaken lassen im Wasser für weitere 2-3 Tage. 3 Tage waren es dann, glaube ich, schlussendlich, dass die Boilies, man sieht, super, super weich sind und richtig ausgeblichen. Das heißt, ich habe diese Farbe, die ist weg, sie sind ausgeblichen, sehr weich und was möchte ich damit erreichen? Ich möchte quasi den Fisch vortäuschen, dass das Boilies sind, die schon ewig lang im Wasser liegen. Das heißt, du hast keine Gefahr, nimm die Boilies, die liegen hier schon lange. Das heißt, der Angler, der diese Boilies hier reingeworfen hat, der ist schon weg. Die Boilies sind quasi nicht flavorlos, aber der Hauptflavor ist weg, die sind ungefährlich, take it. So gehen hier nämlich auch Fische vor, die checken ganz genau. Hochattraktives Futter ist oft frisch eingebracht. Das heißt, Achtung, hier ist eine Gefahr. Ich muss aufpassen, wo ist der Haken, wo ist das Rig. Diese Fische, wie gesagt, kennen Rigs, die kennen Haken, die wissen ganz genau, wie das aussieht. Und deshalb dachte ich mit dem Trick, ist kein Trick, ist kein Geheimtipp, das ist quasi nichts Neues, macht man sehr oft, vor allem bei Gewässern, wo sehr viel Angeldruck ist, dass man die Boilies einfach auswäscht und versucht quasi den Fischen vorzutäuschen, dass das alte Boilies sind, wo keine Gefahr herrscht. Das versuche ich hier auch und mache einfach ein Experiment mit 2 Spots mit dem hochattraktiven Futter, 2 Spots mit dem nicht so hochattraktiven Futter, wo ich quasi ausgewaschen habe. Und beide Bisse, einmal um Mitternacht und einmal heute Morgen, kamen auf die Spots mit dem nicht attraktiven Futter, mit dem ausgewaschenen Futter. Leider ist der Fisch ja ausgestiegen, genommen, getaked. Ich habe die Route aufgenommen und der Fisch war weg. Zeigt aber trotzdem, dass die Plätze vielleicht sogar tatsächlich bevorzugt werden. Aber ich möchte erst am Ende der Session ein Resümee ziehen und das jetzt noch nicht tun. So viel zum Futter. Zur Montage möchte ich euch morgen mehr zeigen. Ist wieder ein Fisch gesprungen, genau auf meinem Spot.
Zur Montage möchte ich morgen zeigen, wie ich hier vorgehe. Futter habe ich schon gesagt. Rigs, ein ganz klassisches Blowback-Rig von mir mit einem stiffen Vorfachmaterial vorgeschalten. Danach weiches Vorfachmaterial am Haar gebunden. Und ja, wer hier gerne erfahren möchte, wie ich so ein Blowback-Rig binde, blende ich hier mal das Video ein. In einer meiner Sessions habe ich dann auch vorgezeigt, wie ich das Blowback-Rig binde. Einfach hier draufklicken und Video anschauen oder einfach auf Vorskippen zu dem Punkt, wo ich euch zeige, wie man dieses Rig bindet. So, ich habe Longshake Super Wide Gape von Fox als Haken gewählt. Dreimal Longshake und einmal Super Wide Gape Short, auch von Fox. Und die vier Haken sind hier im Spiel. Die zwei Bisse heute, also der eine heute Morgen und der nachts, kam auf ein Balanced Hookbait von Floppy Baits. The Coin fische ich hier 28 mm oder 26 mm. Mal schauen, das ist tatsächlich 26 mm. Das ist ein Balanced Hookbait, das heißt, der ist nicht ganz, der sinkt nicht zu Grund, sondern ist auch nicht wie ein Poppy, sondern ist quasi dazwischen ausbalanciert, nennt man das, und schwebt leicht über den Grund. Ich habe hier im Mai, also nicht hier im Gewässer, aber generell im Mai schon einige Fische damit fangen können und habe die Kugel auch hier mit. Und diese Kugel hat auch die zwei Bisse gebracht, die ich aber leider nicht verwerten konnte. Ich wiederhole mich jetzt, deshalb halte ich mich kurz. Ich habe dann auch noch mit von Pikers Fischfutter, Leber, Herz und Niere und Fortuna. Die zwei Kugeln sind auch im Spiel, probiere ich auch mein Glück. Ja, was kann ich noch sagen? Wieder einer gesprungen. Sie werden wieder aktiv. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hader mit mir. Ich hader sehr mit mir, weil ich möchte die ganze Zeit meine Routen neu legen. Sie liegen jetzt den ganzen Tag und ich sehe rundherum alle Plätze fahren ständig die Routen neu, füttern und ich sehe hier Spoms fliegen und Futterboote und gefühlt gibt es hier nur zwei Angler, die ohne Futterboote vorgehen. Das bin einmal ich und einmal vier Plätze weiter. Sonst hat hier gefühlt jeder ein Futterboot und nicht nur gefühlt, sondern vermutlich auch tatsächlich. Aber kann jeder machen, wie er möchte, solange es erlaubt ist, kann jeder hier ein Futterboot nehmen. Ja, das verunsichert mich gerade ein bisschen in meinem Vorgehen, weil ich habe zwei Routen gelegt mit dem Boot und zwei Routen habe ich auf 14 und eine auf 16 Routenlängen abgelenkt und mit Spomb befüttert. Ist natürlich nicht so punktgenau wie mit einem Futterboot, das ist ganz klar. Natürlich kann ich hier trotzdem sehr gezielt die Spots anfeuern, aber es kann schon sein, dass dann 20, 30, 40 cm links, rechts die Spomb fliegt. Aber aufgrund dessen, dass die zwei Spots, wo ich mit der Spomb vorgehe, nicht allzu krautig sind, bin ich hier zuversichtlich, dass ich attraktiv meinen Spot gebildet habe und dass die Kugel auch schön liegt. Und ja, ich möchte es nicht wechseln, ich möchte es eigentlich nicht rausholen, weil wenn ich jetzt Aktivität am Platz habe, kann es sein, dass ich mir wieder hier ein paar schöne Karpfen wegspuke und die dann nicht mehr kommen. Deshalb glaube ich, lasse ich alle vier Routen liegen und gehe, so wie sie jetzt sind, damit in die Nacht. Das heißt, die Routen liegen dann unverändert seit 12 Uhr. Jetzt, wie gesagt, halb 8 ist es, 19:30 Uhr und ich glaube, ich gehe genauso, wie wir jetzt sind, in die Nacht. Lass es jetzt auch sein mit meinem Gelabere und wünsche uns und mir viel Glück, dass die Nacht besser wird und melde mich dann hoffentlich vor der Matte wieder. Bis später, Jungs und Mädels. Yes, sir, ich spüre die Kopfschläge. Die Schläge gerade noch im Video gesagt, ich lasse die Routen liegen und jetzt steigt mir der her. Ich werde verrückt.
Ich werde verrückt. Bitte lass mich entschneidern. Ach Gott, bin ich nervös. Schon so viele Fische gedrillt. Aber jedes Mal bin ich nervös. Macht noch nicht viel. Ich spüre die Kopfschläge. Und ich möchte nicht zu viel forcen, dass sie mir aussteigt. Na komm, Kollege. Ich glaube, gleich kommt er hoch. Zeig dich in deiner Pracht. Der hängt ganz tief unten, kommt nicht hoch. Schlagknoten kommt schon. Das heißt, jetzt noch 20 Meter, 25 Meter to go. Das ist ja wild. Das ist ja wild. Ich hoffe, man sieht es auf der Kamera. Der Karpfen hängt nicht bei mir. Ich habe den hier irgendwo auf einer Schnur gehakt. Das ist ganz komisch gerade. Hier sieht man es, glaube ich. Da steht gerade die Welt nicht mehr. Aber das ist nicht mein Fisch. Das ist ein von. Oh mein Gott, ist das wild. Glaubt mir keiner. Das wird mir niemand glauben. Oh mein Gott. Hier ist. Wo ist der Fisch? Wo ist das? Das ist ja wild. Das ist ja wild. Das ist der Sick. Oh mein Gott. Das glaubt mir niemand. Auf den Poppy gebissen. Aber nicht auf meinen Rig. Sondern irgendwo anders. Oh mein Gott. Und das war jetzt einfach nur Glück. Der hat sich jetzt einfach nur in meinen Rig verheddert. Oh mein Gott, was ist das denn? Was geht hier ab? Ich verstehe es gerade gar nicht.
Hier ist das Rig vom Vorgänger oder von wem auch immer. Wahnsinn. Und hier ist der schöne Fisch. Mein erster Fisch aus dem See, 22,5 Kilo. Ganz komisch gehakt, gar nicht gehakt. Ich bin trotzdem dran. Geiler Fisch. Danke dir. Ich habe noch viel zu viel Adrenalin in mir, tut mir leid. Also, der erste Fisch kam. Ich war so dreist und hab mich noch abbilden lassen mit ihm. Also quasi euch gezeigt per Video. Man kann jetzt darüber streiten, ob es ein von mir gefangener Fisch war oder nicht. Weil er hang nicht an meinem Rig. Er hat sich nicht meinen Köder einverleibt. Aber man muss sagen, er war ziemlich sicher bei mir am Platz fressen. Sonst wäre er auch nicht zu mir gekommen. Ich kann es gar nicht in Worte fassen. Das Schlimme ist, ich wollte euch gestern von diesen Phantom-Rigs, von diesen Phantom-Karpfen erzählen. Und so habe ich davon gehört in einer Podcast-Episode von Benjamin Fersemann. Von Carplife-Podcast. Ich werde die Episode raussuchen. Ich glaube, es war Episode 17, 18, 19, ziemlich früh. Ich werde sie auf alle Fälle verlinken. Und da erzählt er genau davon, dass er auch von solchen Phantom-Rigs gehört hat und dass oft noch Fische Wochen, Monate lang mit diesen Rigs herumschwimmen. Und gestern hatte ich das Gefühl, dass das bei mir am Platz eben der Fall war, mit diesen zwei komischen Runs, die ja dann keine Runs waren, sondern ganz, ganz komisch. Und genau sowas, so war das jetzt hier auch. Er hat genommen, Schnur genommen, dann stehen geblieben, dann wieder ein bisschen Schnur genommen. Dann habe ich mal die Rute aufgenommen und habe gemerkt, okay, hier sind Kopfschläge dran. Aber das war einfach nicht auf meinem Rig, sondern am Rig von dem Kollegen vor mir. Er hat ursprünglich auf ein Poppy gebissen, auf ein pinkes Poppy. Ja, mir fehlen die Worte dafür, dass ich jetzt was sage. Auf der anderen Seite ist es gut für den Karpfen, er schwimmt jetzt ohne Rig. Auf der anderen Seite möchte ich nicht wissen, wie viele Karpfen hier und nicht nur hier, sondern generell auf stark befischten Gewässern schwimmen mit Rigs. Deshalb kann ich nur appellieren, bitte liebe Leute, fischt mit starken Schlagschnüren. Auch die Schlagschnüren, die ich jetzt hier habe, ich habe es jetzt nicht nachgemessen. Sie sieht mir jetzt nicht aus wie eine 60er oder höher. Ich habe eine 66er sogar drauf. Habe Leadcore noch davor geschalten. Das ist ein Inliner-Schlauch. Mir fehlt gerade der Fachbegriff dafür. Hat er drauf oder hat sie drauf, weiß nicht, wer es gefischt hat. Long story short, bitte fischt gutes Material, starkes Material. Spart nicht am Material, weil dann passiert genau sowas, dass hier Karpfen abreißen und dann ewig lang herumschwimmen. Der Haken war schon richtig eingewachsen im Maul. Konnte ihn Gott sei Dank lösen. Ich zeige euch gleich das ganze Wirrwarr vom Rig. Der Karpfen schwimmt jetzt rigfrei im Wasser. Noch Carbcare draufgesprüht. War ich kurz gezeigt. 22,5 glaube ich hat er. Ich muss auf der GoPro nachschauen. Ich habe das durch das ganze Adrenalin wieder vergessen. Wenn ich mich jetzt gerade geirrt habe in der Zahl, dann blende ich hier die Zahl ein. Wie gesagt, das Gewicht des Karpfens ist mir nicht allzu wichtig, sondern mehr das Aussehen und dass sie vor allem gesund sind. Und das Maul war alles andere als gesund oder sah alles andere als gesund aus. Aber er ist sicher alt, ein altes Tier. Jetzt aber genug geredet. Erster Fisch konnte gelandet werden. Ich habe die Rute gerade neu gelegt. Und auch lustigerweise war das wieder ein Karpfen, der am Platz gefressen hat mit dem Futter, welches ich vorher in Wasser eingeweicht habe, quasi soaken habe lassen. Also Fisch Nummer 3, der auf diesem Platz gefressen hat. Das können wir auf alle Fälle mal in die Statistik aufnehmen. Hallo und Servus aus dem Off. Ich melde mich gerade hier aus dem Cut, sozusagen aus dem Studio.
Hier an dieser Stelle ist das erste Video, der erste Teil von Mission Big Fish zu Ende. Der zweite Teil kommt in den nächsten Tagen hier auf meinem Kanal. Ich musste das Video aufteilen in zwei Teile, da es sonst viel zu viel Content wäre, viel zu lange dauern würde und ich möchte euch nicht mit Eindrücken überfordern und überlagern. Deshalb lieber zwei Videos, zwei Teile. Der nächste Teil, wie gesagt, kommt in den nächsten Tagen. Ich sitze bereits am Schnitt. Bitte lasst mir jetzt in die Kommentare wissen, wie euch das Video gefallen hat. Ich habe mir sehr, sehr viel Mühe gegeben im Schnitt. So lange gebraucht wie noch nie, auch in der Produktion. Sehr, sehr viel Zeit und Mühe investiert. Würde mich gerne interessieren, was ihr davon hält, was ihr sagt. Und bitte, bitte an alle, die diesen Kanal noch nicht abonniert haben, Kanal abonnieren. Das zeigt mir, dass euch meine Videos gefallen. Ich mache mehr Videos, ihr seht uns öfter und ich nehme euch mit, öfter mit ans Wasser. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Dabeisein. Bitte gerne Feedback da lassen. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ciao, ciao.